Ja, komm, lassen wir den. Ne? Das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Easter Eggs, die ich gerade kaputt gemacht habe. Was geht's? Joking es ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich hatte eigentlich schon lange vor, ein Battlefield-Video zu machen. Ja, weil es einfach nur langsam, finde ich, Zeit wäre, wenn Battlefield 2042 Ende des Jahres rauskommt, sich langsam mal in diese Battlefield-Thematik einzuarbeiten. Und ja, dem komme ich dann heute nach. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen Battlefield 4 gespielt. Ich hatte auch eigentlich schon am Sonntag hätte eigentlich jetzt dieses Video kommen sollen. Aber es war hier zu heiß. Also nicht nur für mich zu heiß, sondern auch hier für mein Audio-Interface. Ich hatte teilweise Soundaussetzer. Ich hatte von 10 Runden 2 so semi-funktionierende Aufnahmen. Der Rest entweder mit irgendwelchen weirden Audio-Lags oder OBS hat einen Pixelhaufen draus gemacht. Sehr zufriedenstellend an der Stelle. Ja, jetzt da es etwas kälter ist, beziehungsweise hier nicht irgendwie tropische Verhältnisse vorherrschen, vorliegen, egal. Ihr wisst, was ich meine. Spielen wir jetzt Battlefield 4. Yeah! Ja, ich erkläre euch ein bisschen, wieso Battlefield funktioniert, beziehungsweise erkläre ein paar Grundlagen und dass hier jeder weiß, was Battlefield überhaupt für ein Spiel ist. Da irgendwie, besonders in der COD-Szene, ich sehr oft irgendwie gefühlt mitbekomme, dass Leute irgendwie sich voll auf Battlefield 2042 freuen, aber gefühlt noch nie eine Runde Battlefield gespielt haben. Labern wir nicht weiter drumrum, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir springen direkt in die erste Runde. Bis gleich. Ciao. So, wir sind da auf einer meiner Top 3 Hass-Maps. Keine Ahnung. Platz 1 ist Golmud-Bahn und Platz 2 ist diese Hainan-Resort-Map. Keine Ahnung. Ich glaube, die werden von der Community geschätzt, aber irgendwie werde ich nicht warm mit den Karten. Und ich muss sagen, dass das HUD manchmal ein bisschen zu sehr verdeckt. Also ganz kurz Battlefield zusammengefasst. Riesige Maps. Es gibt 4 Klassen, beziehungsweise in 42 nicht. Ja, Pionier, Sunny, Aufklärer und Versorger. Der Versorger versorgt, also wirft mit Muni um sich und hat eine MG. Also nicht jede Klasse kann mit jeder Waffe spielen. Ja, die Sunnis haben Sturmgewehre und beleben Leute wieder und schmeißen mit Lebenspäckchen um sich. Die Sniper, also die Aufklärer, snipen, ja. Und ja, die Pioniere machen Panzer, Flugzeuge, Fahrzeuge eben kaputt und reparieren sie gleichzeitig. Also die gegnerischen kaputt machen und die Verbündeten reparieren, ja. Gut. Es gibt noch Sonderklassen, also beziehungsweise Sonderwaffenklassen, die können alle spielen. Schrotflinten, DMRs und Karabiner. Karabiner. Also ich bin mir nicht sicher, aber die Karabiner sind praktisch irgendein Mix aus PDWs, das sind die MPs, glaube ich, und den Sturmgewehren, also irgendwas dazwischen drin. Ja. Das war's so. Hallo. Ja, also der andere kam dann. Perfekt. Ja, irgendwie seit dem Battlefield 2042 Reveal drehen gerade die Server komplett durch. Einfach gefühlt 1 Million Leute hier wieder dazukommen. Was interessant ist, ich meine, das Spiel ist mit Call of Duty Ghosts rausgekommen und wurde auch seitdem aktiv auch gespielt. Also irgendwie, man hat gefühlt immer irgendwie Server gefunden. Und jetzt ist halt komplett wieder Party. Ey, er ist aber mal zur Abwechslung nicht auf mich gegangen. So.
Das wäre erledigt. Und ja. Wisst ihr, das Ding ist, die Animationen hier spiegeln teilweise nicht die Realität wider. Also zum Beispiel der Rückstoß, der sieht hier so ganz simpel aus so. Aber die einzelnen Kicks, die werden hier gar nicht angezeigt. Was irgendwie für mich manchmal so die Situation zur Folge hat, dass ich auf einen Gegner drauf bin und aber keine Hits durchkommen. Könnte auch an den Servern liegen, ich weiß es nicht. Das wird es auf jeden Fall erklären. Ich glaube nicht, dass das überhaupt mein Mate war. Auf den habe ich doch gerade gekillt. Ja, das Spiel ist weird. Das Spiel ist weird. Ja. Und es kann auch manchmal sehr chaotisch wirken, auch wenn ich hier gerade keine Gegner sehe. Irgendwie muss ich mich noch etwas ins Spiel einspielen. Also macht es ganz Sinn, dass ich da dieses Video jetzt mache. Lul. Ja. Rambo. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Er denkt sich, nö, nö, nö. Nö, ich fall nicht um. Ich fall nicht um. Ich bin zu cool dafür. Okay, wir snipen. Wir werden nämlich zwei Sachen freischalten, hoffentlich. Erstens, ich schalte diesen Zugverschluss, diese Zugverschlussgeschichte bei Free Sniper, dann muss ich nicht mehr immer aus dem Scope raus, wenn ich schießen will, wenn ich wieder schießen will. Das macht es etwas angenehmer. Und zum anderen, wir schalten das Sniper frei. Dafür brauche ich aber noch 6 Kills mit einer Sniper, um so eine Medaille zu bekommen. Und was brauche ich noch? Ein Kill mit einer Schrotflinte, mit einem Scharfschützengewehr und mit dem C4. Ja, also ziehen wir es durch. 1, 2. Halleluja, es ist mal jemand umgefallen. Gar nichts machst du, Alter. Hat. Yay! Noch 2 Stück. Jupp. Gut. Dann kann ich eigentlich versuchen, noch einen C4-Kill zu machen. Dann noch einen Kill mit einer Schrotflinte und dann. Natürlich. Natürlich. Das wäre jetzt meine Chance für den Kill gewesen, aber egal. Können die mal einfach. Danke. Komm, mach. Junge! 4. Er sieht mich natürlich wieder. Ja! Das war der IQ 500, das war der 500 IQ. Haha, du kriegst mich nicht, Move. Ich hab Spaß, muss ich sagen.
Das war Absicht und nicht Glück. Das war genauso ins letzte Detail geplant. Ich war nicht schon mental tot und habe überlegt, wie ich da sterben nochmal wiederkomme. Das ist nicht passiert. Stirb nicht, stirb nicht. Den reparieren. Achso, er ist tot. Perfekt. Ich brauche ein Visier für das Ding. Und danke, dass mir wieder hier jeder jeden Kill klaut. Yay! Ich habe mein Revisier freigeschaltet. Cool! Er ist umgefallen. Wunderschöne Geschichte. Er ist sogar auch umgefallen und dann bin ich umgefallen. Weil dann noch irgendwo einer an der letzten Ecke war. Aber schön, selbst wenn ich hier nicht unbedingt so zahlentechnisch besonders gut abschneide, auch wenn das jetzt hier für meine Verhältnisse eine sehr gute Runde ist. Ich hab Spaß, ich muss hier nicht tryharden. Ich kann mir sogar Fehler erlauben. Wisst ihr das? Wo? Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es wird abhängig von der Anzahl der Tage, an denen Call of Duty mich mobbt, Battlefield-Videos geben, weil das relativ simpel ist. Ich meine, innerhalb eines Tages ein Video aufnehmen, das ist tatsächlich für Call of Duty-Verhältnisse ungewöhnlich, wenn man sich nicht komplett in den Selbstmord treiben will. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ja. Lul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like und bis zum nächsten Video. RJs. Ciao.